Struktur, hat man gute Effekte gezeigt. Und auch regelmäßige kleine Mahlzeiten sollte man einnehmen. Vitamin B6 wurde in Studien untersucht und scheint eine Wirkung zu haben. Oder auch zum Beispiel Ingwer, auch wenn betroffene Frauen das vielleicht in dem Moment anders empfinden. Aber eine Schwangerschaftsübelkeit hat auch ihr Gutes. Man macht sich weniger Sorgen um die Schwangerschaft selber. Die scheint eher dann wirklich stabil zu sein. In wenigen Tagen soll Kate die Klinik verlassen können und spätestens, wenn sie in ein paar Monaten ihrem eigenen Baby so wie hier in die Augen gucken kann, dann sind diese Strapazen doch sicherlich wieder vergessen. Und wahrscheinlich diskutieren Rolly und Kate auch schon über Namen. Wir wollten auf unseren Facebook-Seiten und auf rtl.de von Ihnen wissen, welchen Namen fänden Sie denn schön für das königliche Baby? Und Sie haben fleißig Vorschläge gemacht. Ein kleiner Prinz könnte von Alexei heißen. Eine andere Zuschauerin findet den Namen John passend. Für eine Prinzessin wurde Bella vorgeschlagen. Aber viele wünschen sich nur einen einzigen Namen und das ist Diana. Gerade jetzt in der Adventszeit werden viele Familienfotos geknipst. Das sind theoretisch tolle Erinnerungen, aber leider werden immer wieder nicht so tolle Fotos gemacht. Zu dunkel oder der Blitz so hell, dass sich die gemütliche Stimmung gar nicht